und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Okay. Gibt's viel. Oh, nice. Achtung, das... Bürger von Dunwall. Während des Alter. Mordes an ihrer Mutter vor 6 Monaten. Eintrag 1 Emily Cole. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung. Der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche... Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Das ist aus. Schalter. Schalter, wo ist der Ausschalter? Ui. Zu viel Informationen. Meine Schwester Nina und ich verließen Tivia gemeinsam und sagten Lebewohl zu unserer Tante, die uns seit unserer Kindheit großgezogen hatte. Wir ließen unsere Heimatstadt Yarrow und die kalte, aber wunderschöne Landschaft, die wir unser Leben lang kannten, zurück und gingen an Bord eines Schiffes nach Dunwall. Unsere Eltern hatten uns ein beachtliches Erbe hinterlassen und wir geben die Hälfte davon aus, um in die Hauptstadt zu reisen und dort einen kleinen Importwarenladen zu eröffnen, der mit tivianischen Fellen handelt. Ah ja, okay. Du bist im Hauptraum des Pubs. Aha, das ist du. Ach ja, los. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen, und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja, ich fange morgen noch einmal an. Ja, keiner weiß, so viel er leidet, weil er ist ja wieder der Adlige, weißt du? Und, weißt du? Der Typ, ey. Jetzt haben wir den geilen, Hey, Wallace. Bitte folgen Sie mir in Ihre Gemächer. Achso, ja, nee, warte. Kenne ich denn seine komische Ghetto-Stimme? Oh, wir sind auf der Straße. Okay, wir folgen den jetzt erstmal zu unserem Gemächern, damit wir hier mal weiterkommen im Game. Aha, schön. Vorzug ich auch mal die zugemauerten Türen. Alter. Lydia, Junge. Das ist Ihr Zimmer mit ausreichend Privatsphäre. Ich würde sagen, Sie möchten sich vermutlich ausruhen. Unterm Dach. Ich hätte den Keller genommen, aber okay. Unterm Dach habe ich schon. Ist nicht so geil unterm Dach meist. Obwohl, in solchen Holzräumen ist es meistens kühler. Ich möchte mich hier ein bisschen umschauen vor allem. Achtung, Bürger von Dunwall. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierungszone erklärt. Die Zahl der Weiner hat im Monat der Saat zugenommen. Daher hat der Lord Regent verfügt, dass die Seuchenbestimmungen auch im Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und loyal. Ja, Lord Regent. Ach ja. Ist schon schön. So, wir legen uns jetzt erstmal in unser geschmeidiges Bett. Ich gehe jetzt schlafen.
Geh zu Bett und ruh dich etwas aus. Nur zur Betäubung. Jawohl. So schnell konnte ich nicht lesen, wie das lädt. Es regnet. Glaube ich. Klingt jedenfalls so. Aber stimmt nicht, nee. Dezent. What the fuck? Hallo, Corvo. Was? Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Der Outsider. Komm, finde mich. Was? Drücke rechte Maustaste, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst diese Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen, allerdings ist die Reife dann geringer. Wenn du Vorsprungen anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte gedrückt, also rechte Maustaste, um dein Ziel genau anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Okay. Du kannst sie nicht rennen, du kannst sie nicht rennen, okay? Tee, um ein Mana-Elixier zu trinken. Emilys Brief, Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie Mutter. Okay. Ist das nicht hier der? Was ein Typ. Das ist cool. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Aha. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Das ist schon so ein bisschen geil, ne? Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du die Knochen, Artefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenfakt oder eine Rune in der Nähe ist und schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du recht machst, während du eine Person oder eine andere Person siehst. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge. Ah, dezent. Thank you.
ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Zauberbuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln und damit übernatürlich Kräfte zu erwerben. Nice one. Kräfte. Teleportieren. Aha. Mana-Verbrauch sehr niedrig. Stufe 1 erworben. Stufe 2 schnelle Verwurzelung über längere Distanz. Ja. Tödlicher Schwarm. Kostet 3 Runen. Das könnte ich machen. Nachtsicht. Okay, und Vitalität. Das erhöht sich. Ja, machen wir das mal. Ja. Du besitzt eine weitere Gesundheitsanzeige. In der zweiten Stufe regeneriert sich deine Gesundheit stärker und schneller. Okay. Blutdurst. Wirklicher Schattenangriff. Oh, wie nice ist das denn? Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Der ist creepy. Würde ich mal sagen. Was? Ich sehe hier auf einmal irgendwie so Sachen. Knochenartefakt. Knochenwarte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie in denen du ihre Lieder lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakt im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert. Aha. Alter, was? Welchen Verdacht, egal wie schwerwiegend, muss gemeldet werden. Okay. Selector. Ich weiß, ich. Ja, das ist ganz schön, Okkultist. Aha. Noch ein Artefakt gegossen mal. Boah. Weißratten greifen nicht an. Echter, du gewinnst Schwertduelle häufiger. Feuerwasser, zerschossene Whiskyflaschen explodieren mit größerer Intensität. Okay. Schnell ausweichen. Du Gegner fehlen dich häufiger mit Pfeilen und Bolzen. Kannst du etwas schneller schwimmen? Okay, sanfte Berührung. Das Geräusch von zerbrechendem Glas wird gedämpft. Gute Lungen. Okay, ich würde mal sagen. Wie sanfte Berührung. Kann ich auch jederzeit wieder ausmachen, ne? Ja. Ach, dann machen wir einfach mal an. Okay. Das feiere ich ja, das Game. Jetzt so ein bisschen Kraut. Okay. Blutspuren im Gesicht und Brust. Achso, ja. Jetzt habe ich natürlich die Armbrust da nicht, sondern das Ding. Das ist, nice. Okay, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und ciao.